wie unsere französischen Freunde sagen. Heute ein interessanter Leitartikel in der Frankfurt Allgemeine Zeitung von Volker Zastrow. Eine Hymne auf, wie nennst du das, dieser Leitartikel in der FAZ, der diese Überschrift so... Diese Fraktur. Fraktur heißt das. Fraktur, ja. Dieses, für mich ist so altdeutsch, also das ist falsch, heißt Fraktur. Ja, das ist die berühmte Fraktur, Allgemeinschrift, das ist heilig. Eine Hymne auf, Wovi, das ist gut so, Wovereit, den sympathischen Erfolgsregierenden von Berlin. Und hier steht, und wer sich damit trösten wollte, Wovereit habe leichtsinnig... Klaus Wovereit ist kein unbedacht handelnder Mann, sondern bei aller Liebe zu Cocktailempfängen und Stehpartys ein außergewöhnlich kaltblütiger Machtpolitiker. Das liest man gerne. Wie Wovereit sich die Berliner SPD untertan gemacht hat, wie er den Sturz Diepgens bewerkstelligt, wie er den Koalition mit den Kommunisten vorbereitet und durchgesetzt, wie er das Amt des Bundesratspräsidenten zum Verfassungsbruch missbraucht hat, all das ist ein für die deutsche Nachkriegsverhältnisse neuer, halbasiatischer Politikstil. Ein kleiner Gruß an die WM in Korea und Japan. Ein halbasiatischer Politikstil. Was genau ist ein halbasiatischer? Ich finde, Wovi kommt da gut weg, oder? Kaltblütig, Verfassungsbruch, Machtmissbrauch. So wirkt er gar nicht. Er wirkt eher soft auf mich. Ist ein ganz cooler Typ. Und das ist gut so. Was ist halbasiatisch? Was ist sagen wir mal, ein vollasiatischer Politikstil? Genghis Khan. Ja. Sie ritten durch die Steppe, hey, ho, hey, Reiter, immer weiter. Das ist ja auch ungefähr der Musikstil von Wovi, glaube ich. Ja, Ching, Ching, Ching. Also das ist asiatisch. Würde ich sagen. Asien geht ja vom Ural bis zum Pazifik. Genau. Ja. Asien, gut, das ist... Bitte? Hast du einen Anruf gekriegt, was? Helmut? Was war denn? Ach, ja. Was ist das denn? Die haben gerade einen Synthesizer vor mir ausgeschaltet, weil der gebrummt hat. Ich habe hier wie nennt sich das, ein Intercom. Ja. Wenn irgendwo was brummt, dann drücke ich hier auf den Knopf und dann sage ich, der Synthesizer brummt. Ja. Und dann spricht oben der Mann da rein und kommt dann hier, ja, der Synthesizer brummt. Na, Gott sei Dank. Ja. Ich hatte schon Angst, die Show müsste abgesetzt werden. Ja, ist das... Ist das jetzt behoben? Ich habe ein Haus gemacht. Ja. Weil ich dachte, wir spielen heute kein. Ja, aber sag mal, das hört man doch, wenn der Synthesizer aus ist nachher in der Musik, oder? Ach, das merkt kein Mensch. Nee, den habe ich nur für so Effekte. Soll ich mal, ich guck mal so komische Dinge. Aber die haben ja jetzt ausgemacht. Und das? Wie denn? Das machst du normalerweise, während ihr spielt? Nee, wenn du einen Witz gemacht hast, mache ich das manchmal. Das habe ich nie gehört. Ja, so hörst du zu. Das habe ich hier alles nicht. Das habe ich hier alles nicht. Ja, aber draußen. Halbasiatischer Politikstil. Das ist eine tolle Begründung. Ist das Kamikaze, Kung-Fu. Nicht unbedingt. Gibt ja auch Demokratien in Asien. Große Demokratien, viele Demokratien. Japan, Indonesien, Indien, Singapur. Halbasiatisch. Vor allem, was fehlt zum Vollasiatischen? Ja. Das finde ich sehr, sehr interessant. Ich bin gespannt, ob das nachher unser Wahlergebnis hier beeinflusst. Der halbasiatische Politikstil von Klaus, dem Japsen Wovereit. Darf man eigentlich Japse sagen zu unseren japanischen Freunden oder ist das diskriminierend? In dieser Show ja. In dieser Show ja? Ja, weil es liebevoll gemeint ist. Genau. Ja. Und wir freuen uns sehr auf die WM, wenn Sie mit den kleinen Aktenköfferchen in die Stadien kommen, jubeln, 40.000 Mann mit derselben Mütze. Football is coming home.